Musikduelle haben bei Klein gegen Groß ja eine lange Tradition. Erkennst du den Song, egal ob an einem stummen Instrument oder einfach nur an Teilen eines Liedtextes? Die Kids haben sich immer super geschlagen. Cheyenne, hast du ein Lieblingslied von Modern Talking? Ja. Welches ist das? Father Louis. Ja, das ist aber auch cool, ne? Es sind jetzt 1500 Nummern von mir veröffentlicht worden. Ich habe so 4000 komponiert. Das ist so, ich weiß nicht. Wenn du jetzt also ein bisschen Sorgen mache ich mir nicht. Nicht viel Sorgen, ja, aber ein bisschen. Der Besuch von Dieter Bohlen war in jeder Form was Besonderes. Einfach, weil man ihn selten außerhalb von anderen Shows sieht, als denen, wo er nun ursächlich beteiligt ist. Und und er ist einfach so viele Jahre im Geschäft und durch alle Generationen hinweg eben bekannt. Und jeder hat eine Meinung zu ihm. Cheyenne, 7 Jahre behauptet, ich kenne mich mit den Songs von Modern Talking besser aus als der Pop-Titan Dieter Bohlen selbst. Besonders lustig war natürlich schon alleine vom Ansatz das Duell Cheyenne gegen Dieter Bohlen. Also, dass ein Kind sagt, ich kenne deine Songs besser als du selber, ist natürlich an sich schon mal sehr komisch. Ja, aber wenn du so kommst, dann machst du sie noch nervöser. Nee, glaube ich nicht. Entspannen, alles locker lassen. Genau, Arme ausschütteln. Locker lassen, tief durchatmen. Ja, das sieht man natürlich auch, ne? Also, das ist ja eine Seite, die man von Dieter jetzt nicht so oft erlebt, aber ist natürlich einfach auch super mit Kindern und er ist selber natürlich Familienvater und hat das wirklich auch toll gemacht, weil er natürlich gemerkt hat, ne, dass Cheyenne auch angespannt war und so, und das hat er wunderbar aufgelöst. Klein gegen Groß, auf los geht's! Los! Und der erste Ausschnitt ist auch für Cheyenne, Dieter, da kannst du dich noch entspannen. Achtung! Modern Talking höre ich heute nicht mehr so viel, aber es gab eine Zeit, da war das fester Bestandteil im Musikrepertoire, ganz klar. Das ist aber auch schwer, du. Aber es war von Modern Talking. Ja, habe ich erkannt. Irgendeine Idee. Ich weiß es. Ein alter Indianer, der fuhr durch die Wüste. Nee. Geronimo's Cadillac. Weißt du? Okay, gucken wir uns mal an, ob das stimmt. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a hard old plan. Und wir kommen zum ersten Ausschnitt für dich. Ich bin mir unsicher, das ist eine Nummer von mir. So viel kann ich schon mal bestätigen. Ja, wenn man so viele Musikstücke geschrieben hat und komponiert hat, dann kann einem auch mal eins durchrutschen, ne? 100 Years? Wie heißt es? 100 Years? 100 Years? Ja. Ja, mit 100 Years, sagt er. Okay, es ist. You can win if you want. Du hast es gedacht? Aber du hast gedacht. Ich kenne die falschen Nummern hier. So, da gibt's keinen Punkt. Ja. Das ist niemals von mir. Nee. Ich weiß es. Das Ding da. Dann, Cheyenne, sag uns mal, was du denkst, was es ist. China in Her Eyes. China in Her Eyes? Ja, das ist von mir, aber. Ja, Cheyenne hatte recht. Man hat gesagt, so mit 7, also mit dem Englischen, das war hier und da bei ihr noch nicht so ganz astrein, aber wir haben immer verstanden, was sie meinte.
Und Dieter hat sich natürlich hinterher noch dreimal erklärt und rausgeredet, dass das eine Version war und was weiß ich, was er uns da alles erzählt hat, warum er das Lied nicht erkannt hat. Aber ja, in der Tat, ne? Also hat sie ihre Behauptung wirklich wahrgemacht und kannte sich mit den Songs von Modern Talking und Dieter Bohlen besser aus als er selber. Damit haben wir eine kleine Siegerin im Modern Talking Duell. Vorsicht. Und die heißt Cheyenne. Und jetzt DJ Ötzi gegen die 9-jährige Julia. Du warst es, gell? Ja. Wer setzt sich durch im großen Harmonika-Duell? Große Hits auf anderen Instrumenten gespielt, verfremdet gespielt, das hat auch eine lange Tradition bei Klein gegen Groß. Also vom auf den Kamm geblasen, auf der Geige rückwärts gespielt, also da gab es ganz viele Sachen. Und das ist natürlich auch ein tolles Duell für das Publikum zu Hause, für die Zuschauer zu Hause, weil man halt wunderbar mitraten kann. Julia, 9 Jahre behauptet, ich erkenne mehr Welthits, die auf der steirischen Harmonika gespielt werden, als der legendäre DJ Ötzi. Klein gegen Groß, auf los geht's, los! Keine Ahnung. The Final Countdown wow. Von Europe. Final Countdown von Europe. So, wir überprüfen das, Julia, ob das dein erster Punkt ist. So, wir kommen zu deiner ersten Aufgabe. Boah, das ist echt gemein. Das ist echt gemein. Das ist. Du weißt das, gell? Ja. Ich glaube, und das ist echt schwer. Das ist Black and White von Michael Jackson. Echt? Ja. Ja? Ja, dann okay. Hören wir mal rein. Was ist es? Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Das ist immer das, ne? wenn er es dann sagt, aber ja klar, war doch Black and White von Michael Jackson. Ne? Aber du musst natürlich immer auch einen Musiker finden, der das dann tatsächlich auch spielen kann. Ne? Also auch das ist ja eine Herausforderung. Proud Mary von Tina Turner. Geil. Okay. Wieso weißt du das alles? Ja, ja, vor allem, dass sie das Lied überhaupt kennen. Ja, das ist ja das genau das denken wir ja. Weil man kann ja neue Lieder verstehen, aber das ist ja echt aus den 70ern. I can Tina Turner. Super. Hey, Proud Mary. Echt. So, Chapeau. Hier kommt's. Super. Achtung, wenn das auch richtig ist, geht's ins Stechen. Ich hoffe. Ich nicht. Nicht, nein. Nicht ins Stechen. So. Da, 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 da. Beatles, Hey Jude, oder? Stimmt? Ja. Beatles, Hey Jude. So, damit steht es 4-4. Und wir kommen zum Stechen. Und hier kommt die Entscheidung. Halt. Liquido Narcotic. Ah. Liquido von Narcotic, sagst du, und es nein, ist andersrum. Andersrum. Narcotic von Liquido. So hast du es ja auch gesagt. So, das muss ja dann auch richtig sein. Ne? Jawohl. Liquido von Narcotic. Und damit haben wir eine Siegerin
hier im Harmonika-Duell. Und die heißt Julia. Super. Ja, mit Miguel, das ist eine besondere Geschichte. Hier im Schwarzwald wohnt das kleine Schlagertalent. Oh, hello again. Wollt ihr gleich mal mein Zimmer sehen? Komm doch mal mit. Der hat so eine Grundfreundlichkeit und ist nett mit jedem und hat einfach was ganz Positives, so eine schöne positive Ausstrahlung. Hier ist mein Schreibtisch, wo ich Hausaufgaben mache und lerne. Dann haben wir hier mein Klavier und hier ist meine Schlagersammlung mit hauptsächlich Vanessa Mai, Helene Fischer und Florian Silbereisen. Miguels Herz schlägt für den Schlager. So sehr, dass er beim Vanessa-Mai-Konzert vor einem Jahr oben auf ihrer Bühne landet. Ich hatte ein Plakat, da stand Vanessa, ich möchte mit dir singen. Und als sie dann reinkam auf die Bühne, hatte sie das sofort gelesen. Und dann holte sie mich auf die Bühne und dann durfte ich mit ihr singen. Okay, pass auf, wir kriegen das hin, ja? Erste Strophe. Du bist dafür und ich dagegen. Und am Ende lachen wir uns. Und kein Tag ist so, wie er begann. Ich habe noch zu viele Fragen und die Antwort weiß nur du. Jetzt kann ich nicht weiter. Ich habe noch so viele Fragen, die Antwort bist nur du. Ich bin da hoch auf die Bühne und habe dann erstmal diese 6000 Leute vor mir gesehen und war erstmal so, kriege ich das überhaupt hin? Ich war schon sehr, sehr nervös, aber ab da habe ich dann gedacht, ich werde Schlagersänger. Moderationsmäßig habe ich als Vorbild, als großes Vorbild sogar Florian Silbereisen. Außerdem macht er natürlich auch Musik und ich finde, das macht er super toll. Ich glaube, er kann einfach alles. Musik, Schauspielen und moderieren. Miguel hat ja eigentlich alles, was man braucht, um gerade auch in dem Genre erfolgreich zu sein. Ne? Und mal gucken, wo ihn das irgendwann hinführt. Ich glaube, der kann auch moderieren. So, Miguel, wir müssen reden. Okay. Wer ist noch mal dein Moderationsvorbild? Florian Silbereisen. Jawohl! Ja! Dann geh doch zu Flori! Na, du natürlich auch, Kai. Na, jetzt kommst du aber um die Ecke. Aber für die Schlagersendung auf jeden Fall Florian. Du, da kann ich dir nur zustimmen. Ja? Also, ich könnte auch beim Singen nicht punkten und so. Also insofern, da ist der Florian schon ganz weit vorne, auf jeden Fall. Ne? Aber bei dir ist das so eine richtige Begeisterung. Man spürt das so mit Überzeugung. Ne? Das ist nicht irgendwie, dass du sagst, nee, das ist gerade angesagt, nächste Woche ist was anderes. Es ist der Schlager. Ja. Und der lässt sich auch nicht mehr los. Wir haben ja am Anfang der Show ein Duell ausgelost für unseren Klein gegen Groß Höllenstuhl. Mhm. Ja, das heißt, wenn Miguel das Duell gewinnt, dann gehen am Ende Thomas und Florian auf den Klein gegen Groß Höllenstuhl. Du lachst so. Solltet ihr beide euer Duell gewinnen, dann muss ich auf den Höllenstuhl und werde eingeschleimt. Also Miguel. Ich zähle auf dich. Aber ich war doch dein Lieblingsmutter. Ja. Vielleicht können wir ihn auf den... Ja. Miguel, 12 Jahre behauptet, ich kann Schlager nur anhand von 3 aufeinanderfolgenden Worten erkennen und bin darin besser als Florian Silbereisen und Thomas Einlass. Klein gegen Groß, auf los geht's, los! Hier ist mal nicht die Musik, an der man die Titel erkennen muss, sondern wirklich einfach Textzeilen, aber natürlich sehr, sehr kurze Textzeilen. Und im Schlager gibt es bestimmte Textzeilen, die sich durchaus auch oft wiederholen. Florian und Thomas, die ersten 3 Worte für euch. Sie sind aus meinem Herzen. Liebe aus meinem Herzen. Schenke ich dir aus Liebe aus meinem Herzen oder irgendwas? Das ist Semino. Semino mit Rosen. Rot sind die Rosen. Rot sind die Rosen, Rosen. Also in der Sendung rate ich natürlich dann nicht mehr mit, dann weiß ich dann natürlich, worum es geht. Aber ich gucke mir das in der Probe natürlich schon auch immer an und überprüfe dann hier und da mal, ob ich da vielleicht auch drauf gekommen wäre. Ja. Also, ihr sagt?
Rot sind die Rosen oder Rot sind die Rosen, genau weiß ich nicht. Und Semino Rossi singt das. Rot sind die Rosen. Rot sind die Rosen, Semino Rossi ist euer Tipp. Wir überprüfen. Ist das der erste Punkt? Semino Rossi, Rot sind die Rosen. Und daraus stammen die drei Worte aus meinem Herzen. Erster Punkt für Florian und Thomas. Miguel, die drei Worte lauten, alle Zeiten überlebt. Ich hab's. Alle Zeiten überlebt. Ich glaube, das sind zwei Herren, nämlich DJ Ötzi und Nick P. Mit einem Stern, der deinen Namen trägt. Ist dein Tipp? Wir werden das natürlich überprüfen. Und wenn das richtig ist, müssten die drei Worte zusammenhängend in dem Titel vorkommen. Einen Stern. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Alle Zeiten überlebt. Und über unsere Liebe lacht. Die Jersey und Nick P. Der erste Punkt für Miguel. Ja, jetzt sind wir dran. Die drei Worte sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Also Miguel war eindeutig. Miguel war ganz eindeutig schneller. Ja, ich habe den Song in den letzten zwei Jahren vielleicht nicht ganz so oft gehört. Und vielleicht ein bisschen zu oft. Und Miguel, es ist? Das ist Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Super. Miguel, du bist mein Held! Ja, aber Miguel ist natürlich wirklich schwer schlagerfest und dementsprechend natürlich auch textsicher. Das hat er ja dann im Anschluss an die Sendung sehr häufig bewiesen. Ne? Das war ja wirklich ein besonderer Moment für ihn, damit Florian und Thomas. Und man sieht wieder im Leben, man muss einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und die richtigen Leute treffen. Denn er war ja danach sehr häufig in Sendungen von Florian zu sehen und hat er jetzt wirklich einen richtig guten Weg eingeschlagen. Ich habe vorhin in der Matz gesehen, du findest das, was wir da machen, ganz gut. Und zufälligerweise nächste Woche, am Samstag, gibt es das große Schlagerjubiläum, die große Eurovision-Show. Da sind sie alle dabei, die großen Stars. Und ich habe mir gedacht, du kommst einfach vorbei, besuchst uns, dann lernst du die mal ein bisschen besser kennen. Er ist ja hier und da vorher schon mal aufgetaucht, ne? Aber das war vielleicht die entscheidende Begegnung, ja, für die wir dann gesorgt haben. Aber das hefte ich mir jetzt nicht persönlich an unsere Wert. Also ich gehe jetzt nicht ein so, oh Miguel, den habe ich groß gemacht. Ne? Also der wächst schon von ganz alleine. Okay, der Klein gegen Groß-Höllenstuhl, Premiere. 5, 4, 3, 2, 1 und Start! Ja, grüner Schleim macht Kindern immer besonders viel Spaß. Man muss dazu sagen, die Herangehensweise hier ist ja immer die gleiche. Ne? Also hätten jetzt Florian und Thomas das Duell gewonnen, hätte ich da gesessen. Also insofern war ich Miguel sehr dankbar. Nein, da habe ich keine Schadenfreude. Nein, überhaupt nicht. Na, ich hatte ein bisschen, es tat mir ein bisschen leid um den schönen Anzug, den der Thomas anhatte, aber ansonsten alles gut. Eine neueste Umfrage hat ergeben, dass 55% aller Deutschen auf die Frage, ob sie gerne Schlager hören, diese mit Ja beantwortet hat. Also große, breite Zustimmung für den Schlager und auch unsere nächste kleine Gegnerin. Ja, sie ist gerade 8 Jahre alt, sie ist ein großer Schlager-Fan und das kommt nicht von ungefähr. Ich würde sagen, es ist ein bisschen familiäre Prägung bei Leona aus Wetter. Du hast mich tausendmal belogen. Pony Susi ist Schlagerfan. Zwangsläufig, denn ihre Reiterin, die 8-jährige Leona, singt fast immer. Am liebsten Andrea Berg. Du warst der Wind in meinen Flügeln. Hab so oft mit dir gelacht. Mein liebster Schlagerheld ist mein Papa. Als Schlagerduo treten Leona und ihr Papa bei kleineren Veranstaltungen auf. Aus Spaß am Singen. Für ihre Auftritte zieht Leona immer etwas Besonderes an. Genau wie ich. Überraschung. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sprach die Biene zu dem Stachelschwein. Jawohl! Was Kostüme und Verkleidung betrifft, da wäre, glaube ich,
bei den Drehs nichts ausgelassen. Und das fand ich auch immer sehr, sehr lustig, weil es natürlich immer eine wunderbare Möglichkeit war, die Kinder auch zu überraschen, die Kinder zum Lachen zu bringen. Ich erinnere mich aber auch, dass es Kinder gab, denen das hochgradig peinlich war, wenn ich dann irgendwie da in irgendeiner Verkleidung aufgetaucht bin und auch noch andere ihre Freunde da vielleicht noch zugegen waren. Aber das war einfach immer super lustig. Ich bin im Normalfall gar nicht so ein Verkleidungsfreund. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Karnevalstyp, der irgendwie immer die verrücktesten Verkleidungen anhat. Aber in dem Zusammenhang war das einfach wahnsinnig komisch. Also nehmt nebeneinander Platz. Und ich glaube, das ist für Leona auch ein ganz besonderer Moment, jetzt hier mit Andrea zusammen zu sitzen. Ja. Toll, oder? Ja? Ist sie so, wie du sie dir vorgestellt hast? Ja. Ja? Ja. Ja? Und es gibt da, glaube ich, eine ganze Menge Parallelen. Ne? Du hast ja auch ein Faible für Tiere zum Beispiel. Ja? Hast du Lieblingstiere? Irgendwas ist so, was magst du besonders gern bei Tieren? Wir haben ja über 80 Tiere bei uns zu Hause. Aber mein Lieblingstier ist mein Hund Simba. Mhm. Hast du so den absoluten Lieblingsschlager? Ja, zum Beispiel Schönes auf der Welt zu sein. Mhm. So. Ja, der ist ja auch nett. Der sorgt sofort für Stimmung. Ne? Was hast du denn als Kind für Musik gehört, Andrea? Ich habe tatsächlich immer Schlager gehört und ich habe so, ich musste immer auf den Partys, genau wie bei dir, immer wenn irgendjemand Geburtstag hatte, musste ich singen. Mhm. Zum Beispiel eine Mark für Charlie, denn Charlie kann nicht zahlen. Mhm. Oder ich will einen Cowboy als Mann. Mhm. Oder ich will keine Schokolade und so Sachen. Also das fing bei mir ähnlich an wie bei dir. Leona. Warte, gib mir five. So, und jetzt lass dich nicht mehr ablenken, Leona. Ne? Hm? Sie versucht, dich nämlich aus der Konzentration zu bringen. Leona, 8 Jahre, behauptet, ich erkenne mehr Schlager der letzten 50 Jahre nur anhand einer kurzen Textpassage als Schlagerkönigin Andrea Berg. Die Musikduelle bei Klein gegen Groß, die haben einfach eine vielfache Bedeutung. Also zum einen sind sie wahnsinnig unterhaltsam. Dann staunt man natürlich auch, was es da immer wieder Neues gibt. Da gab es ja schon nahezu alles gefühlt. Und dann sind sie natürlich auch immer sehr unterhaltsam, klar. Denn je nachdem, um welches Thema es geht, ist das natürlich dann auch toll, wenn da Auflösungen und wenn das Stück dann natürlich auch dann präsentiert wird oder man ein Video sieht dazu oder wir eine Band oder ein Orchester im Studio haben, was das Stück dann spielt, dann ist es natürlich auch toll und auch für die Zuschauer toll, weil die dann auch direkt mit einsteigen. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Und so klingt es. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Leona, dein erster Punkt. Auf einmal rief sie, es ist höchste Zeit. Schon ist es dunkel und mein Weg ist noch weit. Doch ich lachte und sprach, ich hab dir noch viel zu geben. Das klingt so blöde, wenn man das ohne Musik sagt. Also ein Korn im Feldbett oder ein Bett im Kornfeld von Jürgen Dreh. Ist dein Tipp. Und zugegebenermaßen, gesungen klingt es deutlich besser. Auf einmal rief sie, es ist höchste Zeit, schon ist es dunkel und mein Weg ist vorbei, doch ich lachte und sprach. Wir gehen ins Stechen. Das heißt jetzt, ein Titel, eine Zeile für euch beide. Wer glaubt, den Titel erkannt zu haben, hebt sofort den Arm. Also in der Regel nehmen die Kids das ja einfach ganz spielerisch. Und ich glaube schon, dass die großen Duellgegner hier und da aufgeregter sind als die Kleinen. Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne so klar. Komm, steig auf dein Pferd, sagte ich zu ihr. Von Costa Gavrilis. Ja, das stimmt schon mal, aber jetzt brauche ich den Titel noch. Anita. Anita von Costa Cordalis. Wenn das stimmt, dann hast du gewonnen. Glück gehabt.
Schleier hat, die Augen wie zwei Sterne so klar. Komm, steck auf den Pferd, sagte ich zu ihr. Anita, Anita, Anita. Ist heut. Leona, ist das Schlagerduell entschieden? Leona gewinnt gegen Andrea Berg im Stechen. Tom, 12 Jahre, behauptet, ich erkenne anhand von stummen Tastenanschlägen aus 100 klassischen Klavierstücken mehr Werke richtig als der Star-Pianist Lang Lang. Stummes Instrument, auch das haben wir mehrfach bei uns in der Sendung gesehen. Und ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Also, ne, alleine nur an den Bewegungen, an den Handbewegungen zu erkennen, welches Stück das ist. Wir haben das am stummen Klavier erlebt, das mit Lang Lang. Also gab es diverse Duelle, auch immer sehr, sehr beeindruckend. Oh, ich sehe gerade. Meine Mama. Ja, ich sehe gerade die Mama im Fernsehen. Ja, die Mama reist immer mit und passt auf, oder? Weißt du, sie sind jetzt 30 geworden. She's actually helping me a lot. Sie hilft mir eine Menge. Sie sichert vor allem, dass ich rechtzeitig aufstehe am Morgen. Das ist ja nicht so verkehrt, ja? Ich nehme da immer einen Wecker, wenn meine Mama nicht da ist. Ja? So. Lang hat es übrigens die Mama. Ja, hat die Mama mitgebracht. Nicht nur die Kinder haben die Eltern dabei. Klein gegen groß, auf, los, geht's, los. So, und jetzt schauen Sie ganz gut hin. Sie sehen, nur die Tasten bewegen sich und man hört nichts. Okay. Du weißt schon, was es ist? Ja. Das ist von Liszt, der Liebestraum Nummer 3. Liszt, Liebestraum Nummer 3. Wir können das direkt kontrollieren. Es ist von Franz Liszt. Liebestraum Nummer 3. Das ist ein magisches Klavier. Und man sieht, die Auswahl der Stücke ist groß. Die stehen ja alle da hinter dem Klavier. Und das war auch eine ganz spannende Erfahrung, weil Lang Lang, das war, da haben wir gedacht, ja, mal kriegt man den für sowas in die Sendung. Und das war eine der einfachsten Anfragen überhaupt jemals. Ne? Also unsere Kollegen dann das Management angerufen und gesagt, so und so, das ist die Idee. Und die haben so, ja, super, passt. Da kommt's. Ja. Was glauben Sie gehört zu haben? A piano piece. Ein Klavierstück. Gut. Und Dvorak. Dvorak. Humoreske. Humoreske. Okay, wir überprüfen das, ob es das ist. I hope. Es ist Dvorak. Humoreske. Ja, gerade klassische Musik hat ja immer auch eine große Rolle bei Klein gegen Groß gespielt und ist halt auf ganz unterschiedliche Art und Weise interpretiert worden. Und das ist im Grunde das ganz Spannende eben auch daran, ne, dass man Klassik damit anders erlebbar macht und natürlich eben auch Klassik damit in einer Unterhaltungsshow präsentiert und wir auch mal ein klassisches Stück sogar dann hören, wo man normalerweise sagen würde, naja, so eine Klaviersonate jetzt am Samstagabend ist jetzt nicht das, wo die Zuschauer sofort sagen, oh, da kommen aber gleich mal noch ein paar Millionen dazu. Sondern das ist ja vielleicht normalerweise eher das, wo man sagt, da hole ich mir mal noch schnell was aus der Küche. Das ist aber hier in dem Falle gar nicht so, weil es halt in einem anderen Zusammenhang steht. Und das ist eben auch das Tolle an der Sendung, dass wir so viele unterschiedliche Themen haben, von sehr, sehr anspruchsvollen Themen, sehr leichte Themen auch dabei und diese Mischung macht es einfach. Wolfgang Amadeus Mozart, die Klaviersonate Nummer 12. Also mir fehlt ja leider ein Stück vom Zeigefinger und das hat meine Musikkarriere verhindert. Ne? Also ich hätte ein großer Pianist werden können, wäre vielleicht auch ein super Schlagzeuger gewesen oder Gitarrist, aber leider habe ich mir ja meinen Finger an der Tür abgeklemmt und das ist daraus nichts geworden. Ja. Ja? Ja. Chopin Waltz, brillant. Chopin, Waltz, brillant, Opus 18.
sagt er. Ob das stimmt, kann ich Ihnen sagen. Es ist... Chopin! Absolut richtig! I'm still alive. So. Ich lebe noch. So, das heißt, wir kommen zu einem Stechen. Wir haben jetzt wirklich die finale Aufgabe. Das heißt, ihr bekommt jetzt noch ein Stück, beide von mir gezeigt. Wer es jetzt schneller errät, der ist der Sieger des Duells. Ja? So. Klavier ist stumm geschaltet. Ja. Look at Kais Eye. Du hast in Kais Augen geschaut. Ja? Konnte man das in meinen Augen lesen? Was steht? Okay, Achtung. Wer jetzt schneller richtig antwortet, gewinnt das Duell. Bereit? Hier kommt das Steck. Yes. Bereit. Okay, okay. Türkischer Marsch aus der Sonate für Klavier Nummer 11, Kirchenverzeichnis 331. Okay, wir müssen das überprüfen. Und es ist... Wolfgang Amadeus Mozart, der türkische Marsch. Und das heißt, Tom Pauls, 12 Jahre alt, gewinnt dieses Duell. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.